im Grunde genommen nur eins machen. Versuchen, die Runde so gut wie es nur geht zu fahren und dann alles mögliche Ungemach einfach auf sich zukommen lassen und darauf hoffen, dass nichts passiert. Alles andere kann ihn jetzt erstmal nicht stören. Er ist über die Linie, also der einzige Deutsche in der Super Pole jetzt in Kurve Nummer 1. Und dann gucken wir mal, was er hier zusammenzaubert bei der Attacke auf die Pole Position. Es wäre für ihn, genau wie für alle anderen in dieser Super Pole, außer für Jean-Éric Vergne, die erste Pole Position in diesem Jahr. Sieht alles gut aus. Das war vergleichbar dem, was er vorhin gezeigt hat, als er sich tatsächlich ja aus seiner Startgruppe 1 unter die besten 5 geschoben hat. Das war herausragend. Auch jetzt ist er wirklich gut unterwegs, auch jetzt keine Fehler. Man sieht, dass der wirklich so lange in dem Auto schon sitzt und der Fokus, die Konzentration hier auf diese Formel-E-Rennserie und nicht das Ablenken durch Starts in anderen Autos, ist permanent neu eingewiesen. Das kommt dem Daniel absolut entgegen. Zwei Bestzeiten, zwei absolute Bestzeiten in den Sektoren. Das sieht gut aus. Jubel auf der Schaeffler-Tribüne. Und jetzt gucken wir mal, was er über die Linie bringt. Ja, das ist doch mal ein Wort. Und also wenn ich ehrlich bin, ich mal, wir haben so Missmut, riesig, ich weiß schon gesehen, wenn der mal applaudiert, dann muss man sagen, Respekt. Der andere.